Ja, herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1 Hellfire HD, der GOG-Version. Zweite Staffel als Mönch. Ja, genug der Worte. Ja, wir sind ordentlich ausgerüstet. Können also wieder nach unten gehen, wo auch immer wir gerade waren. Ah ja, Chamber of Bones. Oder Bone. Also ja, Skelette und Unsichtbare. Verkloppen. Okay, hier ist nichts. Zwischendurch immer wieder speichern. Ein Horn-Demon töten, auch gut. Den Hebel hier sicher noch nicht aktivieren. Und ja, wenn wir das hier öffnen, dann kommen da die ganzen Knochenköpfe raus. Skull Cap. Skull Cap, nicht Skull Cap. Könnten wir identifizieren, aber nö, wir haben Undead Crown. So, was hast du gemacht? Ah ja, du hast da oben. Stimmt, die machen da oben ja auf. Also können wir ganz getrost erstmal da den bösen Raum ignorieren. Und erstmal den hier die Köpfe abhauen. Cloak und Bogen. Und ein Telekinese-Buch. Ja. Ich habe halt von den meisten Zaubern keine Ahnung, muss ich zugeben, weil ich nie Magier gespielt habe. Und die nur die Zauber, die auch wirklich gebraucht wurden für die anderen Heroes genutzt habe. Also hauptsächlich Heilung, Mana-Schild. Versteinerung. I cannot carry any more. Ja, sacken wir erstmal das hier ein. Voilà. So hätte ich das gerne. Alles identifiziert, alles verkaufen. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, haben wir irgendwas Besonderes? Cloak bringt nichts. Faster Hit Recovery, Resist Magic. Ja, und die Waffen, die bringen sowieso nicht viel Nutz. What can I do for you? Also, den Bogen verkaufen, den Base verkaufen. Schwert verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Reparieren. Mal kurz gucken. Wow, what can I do for you? Wissen, was irgendwelche Premium-Items hat, die uns was bringen? Chance zu treffen? Nö. Bogen, Äxte. Ne, nicht wirklich was Besonderes. Also ja, Goldamulett. Dafür werden wir nicht zu viel Geld ausgeben. So.
So, das heißt wieder zurück in den Dungeon. Die beiden einsacken. So, da haben wir die beiden Räume clear. Und jetzt können wir den Todesraum aufmachen. So seht ihr, da sind sehr viele Skelette. Ja, und das Gold weiß langsam nicht mehr, wo es hinkommen soll. Seid ihr schon alle tot? Ja, scheinbar. So, das heißt, wir können hier in Ruhe Gold einheimsen. Hier Gold einheimsen. Book of Search bringt uns nichts. Ja. So, hier oben in den beiden Räumen ein Kompositbogen, okay. Wertlos. Also jedenfalls für uns mittlerweile. Hi, Schnuggis. Level up, das ist immer gut. So. Da läuft noch einer rum. So, Level up. Stärke. Und dann gucken wir mal, was kriegen wir für Zauber raus. So wie es aussieht, wieder nur den Wächter. Oh, Holy Bolt. Den dürften wir vorher noch nicht gehabt haben. Ja, den Guardian. Gucken wir mal kurz. Ja, doch, Holy Boat hatten wir. Nur den Guardian haben wir gekriegt. Ja. Schade darum. So, aber wir haben das hinter uns. So, da gucken wir mal. Da drüben kamen wir her und haben alles geklärt. Das heißt, die Tür hier ist die nächste. Da haben wir den Tunnel übersehen. Mit einem großen Schild. Okay. Ich glaube, bevor ich hier aufmache. So, gehen wir zurück, identifizieren und verkaufen. Okay. Hello, my friend. Stay a while and listen. Der macht zwar 15% Fire Resistance, aber sonst bringt er nichts und. Ja, Schild bringt uns absolut nichts. Wow, what can I do for you?
Ja. Das heißt, das Zeug hier verkaufen. Blacksmith Oil hier mal ablegen. Wir haben sehr viel Blacksmith Oil übrigens. Inventory schließen. Adria hallo sagen. I sense a soul in search of answers. Stuff of Town Portal sicher nicht. So, wo sind sie denn? Der Charge Bolt Stuff kann weg. Book of Search kann weg. Und Telekinese kann weg. I sense a soul in search of answers. Scroll, scroll, scroll. Book. Of Berserk. Firebolt. Mana Shield, Star, Rune of Fire, Greater Wound. Nö. Nicht wirklich was Besonderes, was uns helfen könnte. So, was ist mit dir hier oben eigentlich? So, you're the hero everyone's been talking about. Perhaps you could help a poor, simple farmer out of a terrible mess? At the edge of my orchard, well, just south of here, there's a horrible thing swelling out of the ground. I can't get to my crops or my bales of hay, and my poor cows will starve. The witch gave this to me and said that it would blast that thing out of my field. If you could destroy it, I would be forever grateful. I do it myself, but someone has to stay here with the cows. Mhm. So. Ja, Farmer's Orchard. Und zwar, dem Farmer ist was im Weg. Auf dem Weg zu seinen Feldern. Deswegen verhungern ihm die Kühe. I sense a soul in search of answers. Und Adria hat ihm eine Bombe gegeben, um das etwas aus dem Weg zu sprengen. Ja, und dieses Etwas ist das hier. I cannot cast that here. Boom. Ja, da geht's in den Hive runter. Das ist eins der beiden neuen Gebiete in Hellfire. So viel weiß ich. Da habe ich aber noch lange keine Lust dazu, es mir anzusehen. Muss ich gestehen. Gegner unserer Kragenweite. Vor allem Gegner, die so leicht wegrennen. Tach, wer ist hier? Na, nicht viel. Jetzt gar nicht. Ah, doch, da ist noch einer gewesen. Oh, eine Rune. So, sonst ist hier nichts. Ah, doch, hier liegt was rum. Mana Potion. Oh, okay. Das heißt, wir können runter. So, Level 7 haben wir erreicht. Das heißt, die Hälfte der Katakomben haben wir hinter uns. Merkst du mir voll. Noch eine Ruhe.
Schocker und Ziegenmenschen-Fernkämpfer. Kann heiter werden. Squad of Nova. Ja, why not? So, wechseln wir mal wieder auf unseren Heilzauber. Ohohoho. Das war falsch. Verbrennen klingt auch sehr schmerzhaft. Ich wollte eigentlich mit dem Search-Zauber sehen, ob was im Feuer ist. Aber nein, im Feuer war nichts. So, und ansonsten ist hier oben clear. So, hatte ich recht damit, dass da oben ein geschlossener Bereich ist. Oh Gott. Kreuzweg. Die mag ich immer gerne. Puh, das mag ich auch gerne. Geh mir aus dem Weg, steht Säure. Und ja, viele Fernkämpfer. Die einen Weg bewachen. Jetzt nur gerade tot sind. Und ja, jetzt kann ich hier ganzes Gold einsacken. Ah, Gold. Gold, Gold. Squall of Heat. Achso, das sind Squalls, ja. Gut, okay. Oh, Horn of the Blind. Die ist, glaube ich, für uns auch alle neu. Also jedenfalls für die Zuschauer, die Diablo nicht kennen, dürfte es neu sein. Und ja, ganz ehrlich, bevor ich das Buch trigger. Oh, da ist noch was irgendwo. Squad of Identify. Oh. Ja, okay. Wir sind ziemlich überbildet. Sollten wir mal ein bisschen sortieren. Ja, ich gebe zu, so ein großer Fan von den Runen bin ich schon mal nicht. Identify. So. Haben wir hier noch ein bisschen Platz?